Ja, heute bei, wie gesagt, der zweite Teil mit Thorsten Heise. Und ja, wie immer, bleibt am Ball. Mal bestimmt irgendjemanden noch da. Ja, das hat er tatsächlich gar nicht gemacht, sondern er war eigentlich wirklich, er hat gesagt, pass auf, aber ich werde meine alten Genossen und so weiter nicht verraten. Und dann haben wir auch zu ihm gesagt, genau das erwarten wir auch. Sonst könnte das nämlich auch passieren. Naja, erstmal das, und das ist ja eine charakterliche Frage. Ja, genau. Und sonst hätte der bei uns auch nicht mitmachen dürfen. Also wir wollten es auch gar nicht so richtig hören. Man kennt ja seine Schweine am Gang. Das meiste wussten wir ja sowieso über die, wo sie sich treffen und so ein Scheiß. Wo sie ihre Haupt-WGs haben und so ein Unsinn, ja. Und den haben sie tatsächlich mit 30 Leuten aufgelauert, haben den zusammengeschlagen, bewusstlos geschlagen und haben den dann in der Godehardstraße über eine Leinebrücke in die Leine geworfen im November. Also der kam zum Bewusstsein, also weil er unter der Brücke durchgetrieben wurde und durch das kalte Wasser im November und kam dann pudelnass gerade so noch an Land. Das war der ersoffen. Das wollten die auch, das war ein krasser Mord. Ja, aber bei der Kälte kannst du auch mal davon ausgehen, dass der Wasser... Das ist witzig und auch noch, vielleicht ist das auch hübsch für die heutigen Zeiten, der ist dann zur Polizei pudelnass, hat gesagt, ja, die haben gerade versucht, mich umzubringen. Und weil die den natürlich kannten und weil der natürlich wusste, dass er zu uns gehört, dann haben die Bullen nochmal zu ihm gesagt, ja Mensch, Ole, hau ab, verpiss dich hier, oder gibt's aufs Maul. Dann ist er zur nächsten Polizeiwache, da haben die ihm dasselbe gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich machen? Die nehmen meine Anzeige nicht an, ja. Aber tatsächlich hatte das ein Nachspiel, weil dann das Landeskriminalamt diese Fälle, es gab ja eine Vielzahl dieser Fälle, die wurden von der Göttinger Polizei gar nicht weiter ermittelt. Weil da inzwischen natürlich im 7. Kommissariat, politische Dezernat, wahrscheinlich ähnlich wie hier euch, die Zecken auch schon drin steckten, die politisch links angehauchten, die ihre Ruhe lieber haben wollten, gedeckt von oben, weil sie ihre Ruhe haben wollten. Und das heißt, es wurde gegen Linke fast nie ermittelt. Es wurde immer gesagt, hat eh keinen Zweck, wollen wir nicht, interessiert uns nicht. Wir wollen hier nicht schlafende Hunde wecken. Das heißt, Anzeigen von uns oder was auch immer, wenn wir überhaupt Anzeigen gemacht haben, meistens haben wir gar keine gemacht, die liefen ins Leere oder wurden entsprechend behandelt. Und das Landeskriminalamt hat sich einfach mal gewundert bei der unglaublichen Zahl von Anschlägen in Göttingen, warum da im Grunde nie irgendwelche Anzeigen kommen und so weiter. Also dann haben die angefangen. Die haben intern zu, machen, und dann haben die tatsächlich ein riesiges Verfahren gegen die Antifa-M, damals hieß sie Antifa-M, angeleiert, wegen Bildung einer terroristischen und kriminellen Vereinigung. Kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Das muss aber dann um die 2000er gewesen sein. Genau, das war recht spät. Und da kamen dann solche Fälle auch wieder hoch. Und dann haben die natürlich die Polizei, das ist natürlich ist ja Strafvereitlung im Amt. Das ist ja ein definitiver Mordversuch. Und Namen habe ich jetzt eh schon gesagt, der Ole, der wusste natürlich genau, was das für Leute waren. Der kannte die an den Stimmen, der kannte die auch mit Vermummung und so weiter und so weiter. Die sind dem Richter dann entgangen, weil der Richter gesagt hat, nein, die waren vermummt. Und wir glauben nicht, dass sie in ihrer Panik genau wissen, wer jetzt hinter den Vermummungen steckte. Also das war einer der Gründe, warum diese Sachen dann eingestellt wurden. Aber immerhin haben sie ermittelt. Und das führte halt auch dazu, dass sie da in diese ganzen Polizeidienst stellen mussten, haben also so Material beschlagnahmt. Und dann haben die von der Polizeiinspektion Göttingen, hat das Landeskriminalamt Hannover, Hausverbot bekommen. Die mussten sich dann in einem Hotel einmieten mit ihrem Ermittlungsstab und mussten dann da in Göttingen in einem Hotel ermitteln. Die Antifa-M hat sich dann aufgelöst, glaube ich. Ne? Die haben sich selbst aufgelöst, weil sie natürlich genau wussten, dass die Macher jetzt bekannt waren. Durch das Verfahren waren die Macher dann natürlich also Ross beim Namen genannt. Und da kannst du ja nichts mehr machen. Die wurden dann auch überwacht. Die kommen ja ohne Überwachung raus. Zecken muss man nicht überwachen, wissen wir heute. Hammerbande und so weiter, ist ja egal. Ja. Wird ja bis heute wahrscheinlich nicht gemacht. Während man uns umfassend rund um die Uhr wahrscheinlich mit eigenen... Weil die na dann ja auch gemacht haben hinterher. Also da haben sie dann ja auch... drei Monate haben sie es dann ja auch gemacht. Uiuiui, da bin ich ja ganz begeistert. Und damals konnte sich die Antifa dann auch ausrechnen, wann sie dann spätestens im Gefängnis landen. Und die ganzen Akademiker-Söhnchen hatten ja keinen Bock, ins Gefängnis zu gehen. Das ist ja dann doch der Pöbel. Da will man dann nicht hin. Ja, ja. Man möchte ja Karriere machen im Staat. Haben sie auch alle gemacht. Straftaten begehen. Haben sie ja gemacht. Also die heutige Situation ist so, dass die Antifa hat komplett Göttingen mit Verwaltung in der Hand. Tageszeitungen, alles ist unterwandert von der Antifa. Das ist eine Antifa-Town. Da gehört das zur Doktrin. Und Antifa, das muss man dazu sagen, das ist das, was die Spastis sich drunter vorstellen.
Das ist der pure Faschismus, was die da machen. Und jeder, der eine abweichende Meinung hat oder nicht durchgegendert ist, ist ein Nazi. Mhm. Wenn dann ein Alter herumläuft, der gerne mal zum Schützenverein geht und auf den Fußballplatz, das ist ein Nazi. Ist wahrscheinlich noch mit Frauen Sex hat. Das ist Nazi. Das geht schon gar nicht. Ne? Das ist richtig schon zauberhafte Welt. Ja. Aber auch da rütteln wir sie gelegentlich auch mal wach. Und ist auch schön. Die wissen, dass wir da sind. Wir wissen, dass sie da sind. Wir wissen, wo die stecken. Und sich verstecken. Deine Haftstrafen, du hast auch wegen versucht... Totschlag, ja, das Totschlag, ist auch wieder so ein Aufbauschub da vom Gericht. Ja. Was war das? Auch, ja, man fährt also mit einem... Kannst du ehrlich zu mir sagen. Das hört keiner zu, erzähl mal. Steht ja auch in Wikipedia total dämlich. Ich hätte versucht, einen Asylanten zu überfahren. Eins muss ich euch sagen, Frau Wikipedia, ja, wenn ich versuche, jemanden zu überfahren... dann schaffe ich das auch. Ich bin dann in der Lage, das zu tun. Und im Grunde war das so, ich bin mit einem abgeplanten Kübelwagen gefahren, ja, hatte wirklich, wirklich, wirklich schlimme Gewalttäter da drin hinten. Ich bin da Fahrer gewesen, war nüchtern. Und im Grunde sind wir an einem Ausländer vorbeigefahren. Das war gar nicht böse gemeint. Wir die hinten hatten alle hübsch eingetrunken. Und wir fahren also an dem Ausländer vorbei, Zone 30. Er dreht sich um und sieht aus wie die Hexe Grundelbundel. Also war wirklich hässlich. Und ja, und so herzhaft haben wir auch gelacht. Der dreht sich zu uns um. Alle drehen sich zu ihm um. Und wir alle, das fühlte er offensichtlich als persönliche Beleidigung. Ja. Und ich bin natürlich Tempo 30 weitergefahren, etwas langsamer vielleicht. Und der rannte dann hinter uns her. Bleibt stehen! Ich spring euch alle um, eure Mütter! Diesen ganzen Quatsch, ne? Ja. Und dann irgendwann natürlich, dann haben meine Kameraden gesagt, Thorsten, halt doch bitte mal an. Und ich habe natürlich gewusst, hältst du an? Dann. Nein, ich bin ja Fahrer gewesen. Dann wäre er wahrscheinlich bald zu seinem Mohammed gefleucht, mit seinen Jungfrauen und allem drum und dran. Und dann habe ich gesagt, nee, kannst dich anhalten. Anhalten geht nicht, der ist tot, auf alle Fälle. Die schlagen ihn tot, die waren angetrunken, kamen aus allen Teilen der Republik, hatten vorher schon fürchterliche Sachen gemacht. Also in meinem Auge ist es also im Augen eines BRD-Bürgers fürchterliche Dinge. Und dann, wenn da so eine Rudel Wölfe zusammen ist, ja, die sagen, ja, guck mal, ich habe sein Bein ausgerissen. Boah, ich konnte seinen Kopf runterreißen. Ja, genau. Nein, das ging also nicht. Also bin ich weitergefahren. Aber irgendwann ist das Maß dann ja auch voll. Da rannte dann hinter uns her. Ja, und sagte dann, bleib stehen. Dann habe ich gesagt, so, pass auf, jetzt drehst du um, hupst ein bisschen, machst Warnblinker und so. Also hier, ja, und dann fährst du an ihm vorbei und sage gut, ja. Und das habe ich auch gemacht, aber natürlich in so einem Abstand, dass dem Mann nichts passieren konnte. Das ist ja vollkommen klar. Wenn ich jemanden überfahren will, überfahre ich den auch. Und der Mensch hat dann vor Gericht ausgesagt, ja, pass mal auf, wäre ich nicht zur Seite gesprungen, wäre ich jetzt tot. Ach so, ja, ja. Dachte, der wurde gar nicht berührt, oder was? Nein, der wurde nicht berührt, gar nicht. Der ganze Bürgersteig an der Stelle, wo das passiert ist. Das ist ein bisschen spektakulärer. Nein, gar nicht. Der auf dem Motorhaube hätte sich noch festgehalten. Überhaupt nicht. Nein, er wurde da mit einer Baseballkeule runtergeschlagen. Ganz im Gegenteil, das war so ein recht weiter Bürgersteig. Der ist da an der Stelle, glaube ich, 5 Meter breit oder so oder 4 Meter. Dann kommt da eine flache Rabatte. Und ich bin da sozusagen mit einem Reifen auf dem Bürgersteig gewesen. Das ist tatsächlich gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr. Wusste man als junger Mann damals auch nicht. War 18,5, glaube ich, oder so. Ja. Und der Mann hatte da tatsächlich 3 Meter Platz und die Rabatte noch. Und da stand er dann auch drin in der Rabatte, hat uns vorbeifahren lassen. Und das war's eigentlich. Im Grunde ist da nichts passiert. Anzeige natürlich, ja, hier Nötigung, versuchte Körperverletzung, also ein Unsinn. Ja, muss ich gestehen, klar, habe ich natürlich auch gemacht. Eingriff in Straßenverkehr, tatsächlich war es auch, wusste man nicht als junger Mann, sah das eher als einen Spaß an und nicht so wild. Und wenn ich angehalten hätte, wäre es wahrscheinlich schlimmer ausgegangen. In dem Mann ist also kein Haar gekrümmt worden. Und aber vor Gericht natürlich, unser Staatsanwalt hat die Gelegenheit genutzt, hat gesagt, hui, wie, durch einen Sprung gerettet? Das ist ja versuchter Totschlag. Also da müssen wir jetzt mal hier an eine ganz andere Kammer. Jetzt wird das hier erstmal abgebrochen und nun gehen wir also in eine andere Kammer, in die große Strafkammer natürlich, wegen versuchten Totschlag. Ja, und da fiel mir natürlich das Essen aus dem Gesicht. Da habe ich auch gedacht, so versuchter Totschlag seid ihr total bescheuert. Yeah. Wer zieht sich das denn aus den Haaren heran? Aber es ist ja heute auch üblich. Und in der damaligen Zeit, das war 89, da ging die Grenze gerade auf. Und da sagten dann einige Kameraden, Thorsten, also in der Situation jetzt in Göttingen, da gab es gerade Tote und. Also da gab es da so... verschiedene schwere Überfälle, also
die haben unseren Kameraden Karl zu Hause mehrfach überfallen und Brandanschläge gemacht und teilweise auch wirklich mit also 150 Autonomen zu Hause überfallen, um das ganze Haus platt zu machen mit Molotow-Cocktails, mit allen Rudern. Durch Zufall waren wir da mit einer größeren Gruppe und konnten die zurückschlagen. Gab es eine regelrechte Straßenschlacht von 2 Stunden, wo die Polizei, oder nee, 2 Stunden war es nicht, vielleicht eine Dreiviertelstunde so vielleicht, aber das mal, stell dir das mal vor, da geht eine Dreiviertelstunde, die Polizei stand hinten mit Ferngläsern, so in 2 Kilometer Entfernung, die kamen nicht, weil die nicht genug Kräfte hatten. Die haben gesehen, oh, da kloppen sich gerade fast 200 Leute, da müssen wir erstmal warten, da sind wir erstmal Zaungäste, bis wir genug Kräfte zusammen haben. Wahrscheinlich haben sie auf eine Tausendschaft gewartet oder so. Und wir mussten uns der selber erwehren. Das war schon ganz krass. Da gab es auch ganz schwer Verletzte bei uns auf unserer Seite, die über so mit Zwillen die Gesichter zerschossen bekommen haben. Ja, ja, das ist schon krass, ja. Und damals die Zeit habe ich dann, haben mir mehrere Kameraden gesagt, also du musst weg hier. Also du musst raus. Das geht nicht. Wenn du jetzt verurteilt wirst, da gehst du hier 7 oder 8 Jahre, ziehen die dich aus dem Verkehr für nichts, was du gemacht hast. Drüben geht die DDR auf, kriegst einen Parteiauftrag, falsche Papiere und auch baust die FAP dann in Berlin auf und in Leipzig und in Dresden auf. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war also dann im Untergrund, im falschen Namen. Ach so, okay. Das weißt du gar nicht von mir, das ist ein Zug, den du nicht wusstest. Nein. Ist ja unglaublich, was für eine Frechheit, das ist ja unglaublich. Das sein kann, ne? Und die sind dann also erstmal in unsere Absprungbasis nach West-Berlin. Und dann sind wir nach Ost-Berlin gegangen und das ist der Grund, warum ich sagen muss, ich glaube, ich habe einen Koffer in Berlin, weil ich alle Kameraden da kenne von klein auf. Ja, also das heißt, ich habe die Vandalen kennengelernt, Lunikow kennengelernt, habe dort also die ganzen damals super tollen Jungs vom BFC kennengelernt und die ganzen alten Glatzen kennengelernt und viele Kameraden sind da jetzt in den Clubs und weiß der Teufel, was sie machen. Die sind noch beim BFC, bei BFC sind alle natürlich, logisch, und haben ihren Spaß. Und dann von dort bin ich nach Leipzig, habe in Leipzig die FAP aufgebaut, war auch mein Parteiauftrag. Inzwischen war mir natürlich die Republik mit Zielfahren dann auf dem... Aber mit Fersen. Anderen Namen dann auch. Also mit anderen Namen, ja, ja. Okay. Ich hatte falsche Papiere, ja. Und bin dann von Leipzig zurück nach Berlin und habe dann da wieder weitergemacht. Und kurz bevor ich abgesprungen bin nach Dresden, hat ein Zielfahndungskommando in Berlin mich festgenommen. Mit dem SEK. Ja, ich wurde verraten übrigens von dem Spitzel. Ja. Sonst hätten die mich nie gekriegt. Jemand, den du gut kanntest? Nein, in der Tat. Das war jetzt kein, den ich gut kannte. Aber das war so ein, ja, der war in West-Berlin war der eine größere Nummer. Aber nicht in Ost-Berlin, Gott sei Dank. Und er war eine ziemlich schmierige Gestalt. Mhm. Und durch die Akte kam dann später raus, dass er das war. Und weil auch nicht viele Leute wussten, dass er an dem Wochenende bei meiner damaligen Verlobten dann war. Und da haben wir dann ganz Berlin kennengelernt auch noch und war eine mega geile Zeit, muss ich sagen. Hat wie lange Spaß war das gemacht. Ungefähr? Also wo du da quasi unterwegs warst? Ich würde sagen ungefähr 1,5 Jahre so. Dafür hast du dann nochmal extra Strafe gekriegt? Nein, ganz nicht? im Gegenteil. Generell dürfen sie das ja nicht. Nein, das geht ja nicht. Flucht ist ja keinerlei. In Deutschland, wir sind ja nicht in den USA, genau, wo man dafür noch mehr Strafe kriegt, sondern im Gegenteil. Inzwischen hatte sich das in Göttingen etwas entspannt. Ich bin dann erst nochmal ein Dreivierteljahr in Berlin Moabit Urf gewesen. Bevor ich dann da, der Letzte war, der dann mit dem Flieger noch über die Zone, die ging dann gerade unter, da war dann wirklich Schluss, gab es den Einheitsvertrag. Der DDR war viel schneller kaputt, als man glaubte, zum Kotzen eigentlich, die Sache. Und die schöne BRD mit dem schönen Westgeld kam. Alle freuten sich auf das schöne Westgeld. Und ja, dann gab es einen großen, riesigen Gerichtsprozess gegen mich, wo dann auch natürlich geklärt wurde, dass das kein versuchter Totschlag war, sondern dass das... Und was hast du dann bekommen dafür? Da waren etliche Lappalie, sag ich mal, heutzutage, ja, das wird kein Schwein wird da mal rauskommen. Ich habe tatsächlich 2 Jahre Gefängnis auf 3 Jahre Bewährung bekommen. Krass. Naja, ich meine, ich hatte dann noch 1,5 Jahre, 2 Jahre überhaupt gar keine Straftaten begangen, ja. Das ist ja klar, und weil ich gar nicht da war, weil endlich mal gar kein Idiot da war, der ständig irgendwelche... Wie geht denn schon Straftaten? Nein, das aber ist kein Mensch. Sache ist ja auch die, guck mal, wir beide gehen auf der Straße, und das war früher so, Polizist fährt vorbei und sagt, die haben gerade einen deutschen Fuß gemacht. Man denkt sich, bist du bescheuert? Und dann sitzt man erstmal wieder vor Gericht. Haben wir schon hier gehabt? Ich weiß das, ja, ich weiß das. Oder die haben eine Fahne gezeigt, die haben die Fahne hochgesungen. Wir hatten einen krassen Fall, da sagte ein Polizeibeamter, die haben die Fahne hochgesungen. Gott sei Dank, hatte tatsächlich der NDR da gefilmt. Von der Seite, damals noch normale Journalisten, nicht so ein Pack wie heute. Und dann vor Gericht, die haben die Fahne hochgesungen, Einsatzleiter der Polizei, ja natürlich, ich musste das als Kind noch lernen. Damals waren das ja noch die Generation, ja, ich weiß das ganz genau.
Vereidigung. Und dann, so, wir haben hier aber ein Video. Ein Video. Wollen wir mal hören, was wir gesungen haben. Ein junges Volk steht auf zum Sturm natürlich. Mittlerweile auch. Man saß da aber vor euch. Und wenn das jetzt nicht diese Filmaufnahmen gegeben hätte, Einsatzleiter der Polizei gegen ein paar Neonazis, glaubt jeder, das ist eine Verurteilung. Das ist also, das ist die Geschichte meiner Verurteilung. Das ist die Geschichte von 5 Jahren Knast. Keine Angst. Ich habe auch genügend Sachen gemacht, wofür sie mich nicht erwischt haben. Ich habe auch ganz schlechtes Gewissen. Also Sigi hat es ja immer gemacht mit dem Konto. Ne? Also Sigi hatte immer ein Guthabenkonto. Er sagte, also ich habe jetzt so und so viel abgesessen, habe aber so und so viel Straftaten gemacht. Also ich bin eigentlich wieder in einer guten Balance. Ne? Alles das gut, hat er bis zum Ende durchgezogen. Also das ist aber schade. Er war immer ein Plus. Also ich bin da ein bisschen bürgerlicher. Ich bin eigentlich jemand, der eigentlich keine Straftaten begehen möchte. Aber es ist schwer in dieser Republik. In dieser Republik ist aber auch wirklich schwer. So, ist halt, was da alles also ich darf noch nicht mal auf den Kirchen. Man wird dafür verurteilt. Also von daher. Ja, gab es eine Verurteilung? Ja. Erzähl mal. Ich habe eine Geldstrafe gekriegt. Doch, weil du die Kirche, weil du dran hattest, in die Kirche zu gehen, das kann ich verstehen. Also stell dir das mal vor. Habe ich mit Sven Skoda darüber gesprochen. Wird auch interessant, auch hier in dem Format. Ja. Aber man darf noch nicht mal auf den Kirchenturm mehr hoch. Ja, prinzipiell muss man ja auch eins sagen, und das ist ja das Widersinnige an der ganzen Situation in unserer wunderbaren freien BRD, dem freiesten Staat, den es je gab, hier in deutschen Landen, geht man ein Nachbarland weiter. Egal, ob nach West oder Ost, gibt es diese ganze Straftatbestände überhaupt nicht. Ja. Nee. Da hätte ich wahrscheinlich keinen Tag im Gefängnis gesessen. Das ist einfach mal so. Ne? Und das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, vor allem einer Ursula Haferbeck. Dinge kümmert, ne? Naja, eben, das interessiert da nicht. Solche Lappalien, wie Meinungsäußerungen oder sowas. Also gut, wenn man jetzt ganz in den Osten geht, wahrscheinlich schon. Aber ansonsten in Ungarn oder in den Niederlanden sind Meinungsäußerungsdelikte völlig Schweiz. Schweiz. Schweden. Ja. Alles ganz normal. Ja. Und das sind einfach auch so Sachen, die einen auch irgendwo ärgern. Ja, ich weiß, also ich meine, wenn ich mir die Ursula anschaue, die Ursula Haferbeck, dass man am Ende seines Lebens da also von solchen Entmenschen, für mich entmenschten Richtern, überhaupt doch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Ohne Gnade. Die meisten europäischen Länder haben da überhaupt eine Altersgrenze bei Gefängnisstrafen. Ich glaube, sie wäre sogar die älteste Europäerin, die in Haft geht. Der totale Wahnsinn. Schon letztens gesagt. Der totale Wahnsinn. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das in Deutschland. Ja, also in dem Land, der die über mit dem Finger hinzeigen, und da geht dann die älteste Gefangene Europas in Haft. Oder aber der Welt wahrscheinlich sogar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie in einem USA anderen Land... USA sicher. Ich weiß es nicht. Müsste man mal nachforschen. Aber auf jeden Fall ist das schon krank. Ne? Naja, ich meine, ist natürlich auch für an solchen Beispielen wie Rudolf Hess oder Ursula Haferbeck oder Horst Mahler oder Hajo Herrmann, seinen langen Kriegsgefangenen-Erfahrungen, da baut man sich natürlich in Haft auch dran auf. Ne? Da sagt man auch, ach Mensch, das haben wir auch hier traurig zu sein. Die Jungs haben die um 15 Jahre gesessen für nichts in irgendwelchen Drecksbuden in Sibirien oder sonst wo. Ursula mit 94 wollen sie jetzt noch einsperren. Also alles gut, uns geht's gut, fein, weitermachen. Siehst du Parallelen zu deiner Anfangszeit zu heute? Ja, es sind deutliche Parallelen da, aber mit einem ganz, ganz, ganz gewaltigen Unterschied. Mhm. Damals, der Justizapparat, nicht die Jungen natürlich, die jungen Richter nicht, die jungen Staatsanwälte nicht, aber die normalen Justizleute, die normalen Polizisten, vor allen Dingen die normalen Medien, die meinten, wenn sie Demokratie sagten, Demokratie. Und die meinten nicht Oligarchie von links. Was wir jetzt hier bei uns haben, wir haben ja keine Demokratie, wir haben eine Oligarchie, und zwar von links. Ja, wir haben also eine komplette Medienhoheit, die die Politik vor sich her treibt. Weil die Zecken, dieses ganze Park, diese ganzen 1500 Zecken autonomen Gewalt, da müssen ja irgendwo hin. Ehrliche Arbeit ist ja nichts. Taxifahren, gab schon zu viele autonome Taxifahrer. Also sind die in die Politik, in die Sozialarbeit, vor allen Dingen in die Medien gegangen, weil es leicht war. Ja, die ganzen Journalisten, die Werner Höfers dieser Welt, sind ja alle irgendwann in Pension gegangen. Und wenn die Medien in die Hand bekamen, wussten sie natürlich ganz genau und haben mit dem Westdeutschen Rundfunk angefangen. Mhm. Westdeutscher Rundfunk, dann haben sie den NDR gekapert und so weiter und so weiter. Eine Bastion nach der anderen fiel. Ja. Und wenn du die Meinung in der Hand hast und wenn du jeden Tag wieder
kreust, wie geil Greta ist, wie toll Solartechnik ist, auch wenn es viel zu wenig ist, und wie toll das ist, wenn wir umrüsten, ohne dann den ganzen Strombedarf da zu haben, ja, umso geiler ist das auch. Und die haben alles in der Hand. Und das ist unser großes Problem heutzutage. Und das ist damals tatsächlich nicht zu begreifen. Ich kann es euch am Beispiel schildern von meinem Ältesten, der sich hier jetzt gerade auch gegen Zecken wehren musste vor unser Haus. Der wurde fotografiert, wollte von den Zecken dort die Filme ausgehändigt haben. Was machen die? Versuchen ihn über den Haufen zu fahren. Ja. Für mich versuchter Totschlag, für Polizei und Richterei offensichtlich nicht. Ja, ich sage jetzt nur, was ich erlebt habe mit dem Asylanten. Nur der Älteste musste wirklich zur Seite springen, sonst hätten sie ihn überfahren. Die haben selbstgemachte Journalistenausweise. Sind aber Hardcore-Göttinger Antifas mit riesigen Straftatsregistern. Also dieser Leibwächter von diesem Fotografen, der Medienmann der Göttinger Antifa ist, also einer vom harten Kern, von etwa 70, derzeit 70, war ein harten Kern. Der hat, glaube ich, ein Vorstrafenregister länger als meins. Und das heißt was. Das muss ich mal sagen. Also, da habe ich jetzt erstmal vier Seiten gewälzt und habe gedacht, mein lieber Hermann, der Mensch mit Körperverletzungen und Landfriedensbruch und so weiter, schon ein ganz schön harter Typ. Und wir kannten ihn ja vom Sehen auch. Und im Grunde plötzlich merkt man, wie die komplette Journalie bundesweit, hier werden Journalisten angegriffen. Eine wirklich meines Erachtens bemühte Staatsanwaltschaft gibt da, also versucht das alles aufzuklären, was da wirklich passiert ist und versucht sie, bemüht sich da festzustellen, haben die irgendwas Journalistisches. Ist das denn in Berufung? Ja, natürlich. Natürlich. Berufung gibt es da nicht, nur Revision. Das ist ja schon die höchste Instanz, war ja große Strafkammer. Ach so, dann müssen sie ja erstmal die Revision zulassen. Die müssen die Revision zulassen, muss der Bundesgerichtshof jetzt entscheiden. Ja. Aber was ich meine ist, dass man plötzlich die kompletten Medien plärren hört. Ja, ja, klar. Obwohl nachweislich, und das hatte die Staatsanwaltschaft auch in Presseerklärungen gesagt, wir können keine journalistische Tätigkeit feststellen. Natürlich, wenn die das Haus fotografieren. Journalisten sind. Ja, genau. Aber die ganze Presse, NDR, Spiegel, weiß der Teufel, Journalisten, Freiheit, Pressefreiheit. Bei mir sind genug Journalisten vor der Haustür. Wir haben ein Kärtchen umhängen mit Presse, stehen da mit der Kamera. Du hast ja auch, glaube ich, schon mit Spiegel TV mal gesprochen. Mit allen möglichen Leuten, natürlich keinem normalen Pressevertreter passiert, was bei uns war. Selbst Spiegel TV, glaube ich, war das sogar. Ja, natürlich. Bei mir drin natürlich nicht, aber wenn die mich also nebenbei erwischen, dann gibt es immer ein paar nette Worte oder so. Aber jetzt reine Interviews lehne ich ja eigentlich ab mit dem Medienpack. Nur wenn meine Partei mich verurteilt, da was mit denen zu machen. Können wir ja froh sein, dass wir ein Interview mit uns machen. Ja, tatsächlich, wenn einige Pressevertreter von der Presse heute werden sehr neidisch werden, das ist gar keine Frage. Ja. Aber also das ist übrigens der wesentliche Unterschied zur damaligen Zeit. Man hat da tatsächlich noch Pressevertreter gehabt, wenn da mal irgendwo eine Straßenschlacht war oder sonst was. Dann haben die gesagt, hör mal, das ist jetzt hier wieder so eine Geschichte zwischen 18-jährigen, 19-, 20-jährigen Jugendlichen. Das sind halt Rechte, das sind halt Linke, die hauen sich da aufs Maul. Unangenehm, da müssen eigentlich Sozialarbeiter hin und nicht die Gerichte. Und da stimmt was nicht. Das wurde normal berichtet, neutral berichtet. Was ist da denn da los gewesen? Ja, das ist da passiert, das ist da vorgefallen und so ist das entzündet und dumm gelaufen. Sollen Sozialarbeiter und Gerichte jetzt entscheiden. Aber das sind hier keine Faschisten, die hier planen, Menschen umzubringen. Mm-hmm. Genauso wenig, wie sie gesagt haben, hier die Zecken versuchen, hier Leute umzulegen. Die haben sich geklopft und fertig. Und da gab es also eine neutrale Presseberichterstattung zum Beispiel. Und kein vor sich hertreiben der Gerichte. Was wir jetzt erlebt haben in diesem Fretterode-Verfahren da in Mühlhausen, wo ja wirklich versucht wurde, die Gerichte zu erpressen. Ja. Man müsste da versuchten Totschlag anklagen. Ja. Und weiß der Teufel was noch alles. Ja. Also, das ist unsere große Nachteil. Bei uns zum Beispiel ist es ja auch so, also das wird da jetzt nicht anders sein, aber zum Beispiel bei uns in Dortmund ist es so, die Staatsanwaltschaft darf kein Verfahren einstellen. Dürfen sie nicht. Dürfen sie einfach nicht. Es gab in dem Ranoldi-Kirch-Prozess das Gespräch und es gab auch vor einem Jahr einen Prozess gegen mich, wo nachweislich ich das gar nicht war. Der Richter auch schon klar war, also dem war schon klar, dass ich das nicht bin. Dann hat mein Anwalt gesagt, stellen wir das Ding ein oder nicht? Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, nein, auf keinen Fall. Und also wir wissen doch, dass er es jetzt anscheinend nicht war und keiner erkennt ihn mehr. Er kann es ja nicht gewesen sein. Ja, nee, also wir fordern noch, und dann haben die wirklich noch dreisterweise noch eine Strafe gefordert, und haben dann einfach, also haben dann verloren, ich habe einen Freispruch in den Ast reinbekommen, aber die bekommen die Order,
Sie dürfen nicht einstellen, natürlich, dürfen sie nicht und kein, ums Verrecken nicht. Ja. Und das war ganz interessant auch, dass das bei dem Ranolli-Kirch-Prozess ganz klar auch gesagt wurde, dass das hier politische Verfahren sind. Ja. Wegen so einer Lappalie sitzt man vor Gericht. Ja, ja, also draußen laufen genug Leute rum, die einen Prozess verdient hätten. Ja, und keine Zeit dafür, Kapazitäten. Genau, keine Kapazitäten, aber bei uns wird ein Verfahren gemacht, wo dahinter ja sowieso alle Geldstrafen bekommen. Waren insgesamt 8 Verhandlungstage, wenn man vier Verhandlungstage, wenn man sich das vorstellt. Und alle sind mit einer 1.000 Euro Geldstrafe natürlich, davon gekommen. Natürlich, natürlich. So, dafür wurden aber alle Kapazitäten ausgeschöpft, die dieses Gericht, das größte Gerichtssaal in Amtsgericht in Dortmund natürlich und so weiter. Ja. Also krank. Und das wird aufgebauscht, alles, was von rechts kommt, ist ein absolutes No-Go. Alles, was von links kommt, ist gut. So einfach ist das. Und deswegen wird gibt es auch keinen Riesenaufschrei in der Republik, was diese scheiß Hammerbande angeht. Stellt euch das mal vor. Nazis als Polizisten verkleidet, brechen bei der Katharina König ein, sie ist gerade schwanger, verkloppen ihren Freund und übergießen beide mit Säure. Stellt euch das mal vor. Krank, ja. Was dann los wäre in der Republik? Die würden uns ja alle in KZ sperren. Ja. Ja, aber jetzt von diesem armen Erfurter, von diesem Hooligan und seiner Partnerin hat man gar nichts. Ach ja, da war so eine Auseinandersetzung. Ach ja, da wurde eins davon eingebraucht. Bei uns kommen BFE-Einheiten wegen 2 Homo-Fahnen, die am Dorsfelder Marktplatz weggeflogen sind. Super. Durch den Wind. Ja? Super. Da kommen sie hier direkt mit BFE-Einheiten, gezückten Waffen sind sie bei einem. Die wollen in die Wohnung provozieren, rein. Natürlich. Ja, also so ein Quatsch. Die wollen anstatt zu sagen, pass auf, ne, im Nachgang wird dann gesagt, wir wissen, dass die das waren oder sonst was. Ja. Ja, und dann kann man auch klingeln und sagen, pass auf, wir gehen mal kurz durch die Wohnung und schauen mal, ob die Fahne da ist. Genau. Ja, aber wegen diesen Fahnen sind die dann wirklich mit BFE-Einheiten da rangerückt und haben hier mit gezogenen Waffen und dann noch die falsche Wohnung. Auch sehr geil. Ja, Wahnsinn. Sind dann in die falsche Bude reingerammelt. Ja. Ne, aber völlig, also überhaupt kein Maß. Ne? Wenn man jetzt sich vorstellen würde, sowas würden irgendwelche Kameraden, ne, was ich natürlich niemals gut finden würde, ne, würden Kameraden machen. Das wäre ja ganz Deutschland in Aufruhr und in ganz Deutschland natürlich würden alle Überwachungshandys und alles würde angehen. Von daher ist das schon krass. Also wir haben ja zweierlei Maß und das Schlimme ist, wer bestimmt eigentlich, wer hier Recht hat und wer bestimmt eigentlich, wer national und rechts ist und wer bestimmt eigentlich, wer hier den Heiligen Gral hat. Das machen die Medien. Und die Medien sind komplett in der Hand der Antifa. Komplett. Aber wenn ich sehe, dass solche Menschen, solche Journalisten wie André Aden oder Röpke sich gegenseitig alberne Preise um Hals hängen und vor allen Dingen wirklich davon leben können mit ihren Dokumentationsfotos, die nur dazu dienen, irgendwann Terrorvereinigungen mit Fotos zu versorgen. Ich meine, schaut euch alle einmal um auf Instagram, Tatort Fretterode, 360 Grad Fretterode, Baupläne, unser Haus, versucht dort irgendwelche Räume zu erklären, wo was wäre. Stimmt natürlich das meiste nicht, aber es sieht erstmal toll aus und ist natürlich eine Bauanleitung für Trupps, die Anschläge verüben wollen. Definitiv. Wir warten drauf, also gerne kommen. Wir freuen uns über Gäste. Immer, Tag und Nacht. Sind sehr gastfreundlich. Ja, wie gesagt, das mit den Medien hat sich definitiv geändert. Ja. Politisch würdest du sagen, hat sich da was geändert an den Leuten? War es früher politischer als heute, würdest du sagen? Oder würdest du... Also nee, gerade nicht. Mir persönlich ist aufgefallen auf jeden Fall, dass die Masse nicht mehr da ist. Was jetzt nicht schlimm ist, weil die Masse war früher oder ja doch war eher speziell teilweise. Und jetzt hast du noch die politischen Soldaten da, die übrig geblieben sind. Und aber würdest du sagen, es gibt... Das ist eine ganz klare Geschichte. Änderungen. Die klare Geschichte ist, wir haben einfach viel weniger Kinder. Also früher gab es viel, viel mehr Kinder. Der Trieb, Revolutionen zu veranstalten, der hört auf, wenn man eine Familie gründet, das fünfte Kind kommt und die Frau sagt, schlepp mal was zu essen nach Hause. Dann hat man nicht mehr die Zeit, um Revolutionen anzustiften, meistens ja. Und man sitzt irgendwo ganz bequem mit einem Bierbauch in einem Justizpalast und verurteilt kleine Nazis. Dann will man auch keine Revolution von links mehr haben, weil hat man ja, was man möchte. Ja, klar. Wir haben gar nicht weniger politische Menschen. Ich glaube sogar, die Zeit heute ist viel politischer als früher. Im Grunde haben wir zum Beispiel in der Schule, ja, Politik war für uns ein Unterrichtsfach, aber es war nicht für uns interessant, in irgendeiner Form an der Gestaltung der Zukunftspolitik teilzuhaben. Das war einfach Unsinn. Wir haben uns für coole Bands interessiert, für tolle Partys und interessante Mädchen und umgekehrt wahrscheinlich für interessante Buben. Aber heute wirst du ja in der Schule so politisiert, geh auf die Straße, ich denke an diese Greta-Geschichten und so weiter. Das ist fast... Man raubt den Kindern fast die Jugend. Also
Sicher ist es wichtig, dass man sich für seine Zukunft interessiert und dass man seine Kinder sensibilisiert, was jetzt die Zukunft des Planeten angeht. Aber doch nicht den Kindern Angst machen, dass ihre komplette Jugend drauf geht dabei. Wir haben geburtenschwache Jahrgänge. Ausländer, die hierher kommen, sind meistens unpolitisch, außer dass sie sich für ihre eigenen Sippschaften interessieren. Ja, Rechte der Frau in Kurdistan, was interessiert mich das? Mhm. Die wollen hier Karriere machen als Quotenausländer, werden hineinchauffiert in alle möglichen Bundestagsmandate und weiß der Teufel, wo sonst noch hinein. Holen dann ihre gesamte Verwandtschaft nach. Die denken, die können auch alle Bundestagsmandate bekommen. Aber wir haben halt eben nur knappe 1000. Wie sind da jetzt drin? Also wir können nicht alle Ausländer hier zu Bundestagsabgeordneten machen. Und auch wenn die das glauben. Oder meinen, sie müssten das tun. Und wir sind politisch. Es ist aber ganz normal. Und ich bin auch nicht böse. Also das muss man auch ganz eindeutig sagen. Das sage ich allen Kameraden da draußen. Wir haben eine Zeit der revolutionären Jugend. Da ist man komplett revolutionär und möchte sofort die Revolution, egal wie. Das wird alles etwas ruhiger. Und auf dem Weg in die tatsächliche Revolution, in die Änderung der Zukunft, in die Gestaltung der Zukunft, da verliert man auch viele Weggefährten. Auf völlig normale Weise. Ich bin keinem Kameraden böse, der sagt, boah, Thorsten, siebte Kind ist unterwegs. Ich melde mich ab. Ne? Wenn das letzte dann 14 ist, dann bin ich wieder da. Mhm. Und die kommen dann wirklich zurück. Und ich verlange eigentlich von den Kameraden nichts weiter, als dass man anrufen kann und kann sagen, hör mal, wie geht's euch? Familienordnung, alles wohlauf, super. Ich komme vorbei, wir brauchen Unterschriften für den Wahlantritt. Und ich verlange nicht mehr. Aber ich verlange davon, dass eine gewisse Politisierung da ist. Nämlich, dass man wenigstens anrufen kann, dass man vorbeikommen kann eine Unterschrift abholen, vielleicht eine kleine Spende mitnehmen oder ein paar gute Worte oder so etwas. Ja. Oder vielleicht den ältesten Sohn. Ja, das ist auch so eine Sache. Und mehr nicht. Ich habe größtes Verständnis dafür. Auf dem Weg in die Zukunft und wenn man sich seine revolutionäre Spannkraft bewahren will, braucht man die richtige Lebenspartnerin, die dahinter steht. Im Grunde sollte das die ganze Familie mittragen und auch sein Umfeld. Und wenn das nicht da ist, ist es extrem schwierig. Als Einzelkämpfer gegen den Rest der Welt macht ja auch nicht jedem Spaß, ja. Und Das ist auch das, warum viele, glaube ich, resignieren öfter mal. Also es gibt ja immer mal Leute, die dann erst Vollgas geben und dann so nach 10 Jahren oder so sind die plötzlich weg. Politische Sternschnuppen nennen wir die. Die verglühen am Himmel der Realität. Ja, und dann guckt man mal. Und ganz oft war es so, also zu Siggis, also zur Kameradschaftszeit noch, da war es auch oft so, dass dann immer so 3, 4, 5 Jahre vergingen und dann kamen die Leute wieder und dann sagt sie, na, Alte wieder weg. Wieder. Und dann, ja, boah, da hör auf, hab mich jetzt scheiden lassen. Ja, so, siehst du, die kommen alle wieder. Die kommen alle irgendwann wieder. Ja, tatsächlich. Und sind dann einfach weg. Viele. Und kommen dann auf einmal wieder, wenn Stress war mit der Alten. Ja. Oder halt, dann kam eine neue, dann waren die wieder weg. Es kann alles möglich sein. Weil die Frauen geholt haben aus dem Umfeld. Müssen nicht immer nur die Mädels sein. Kann auch der Arbeitgeber sein, die Familie und weiß der Teufel was. Es gibt ja alle möglichen Probleme, die Menschen so haben. Ja. Und nicht jeder hat auch das Durchhaltevermögen, das zu machen. Oder auch eben die Sturheit. Und den Spaß dabei. Das ist ganz wichtig, dass wir verbinden. Man muss Spaß und Politik verbinden. Und ich bin jetzt, verdammt nochmal, ich muss mal kurz nachrechnen. Och Mensch, mal ganz lange politisch aktiv und ich habe immer noch Spaß dabei. Echt? Ja, wie? Ja, du bist ja auch schon alt. Also, ich bin ein alter Sack, ja. Auf alle Fälle, ja. Ich bin ein alter Sack, ne? Und aber ich stehe immer noch in erster Reihe. Im Gegensatz zu dir, du warst gar nicht dabei. Ja, ich. Aber nee, ich werde auch noch dabei bleiben. Also nein, das macht ja auch Spaß. Macht ja auch und Spaß, im Grunde, wenn man die richtigen Lebenskameraden hat, also seine Frau, seine Freundin, die heiratet, sollte man so festhalten und dann alles gemeinsam machen. Nur weil man Familie hat, hört es ja nicht auf, dass man politisch aktiv sein kann. Man ist anders politisch aktiv, ja. Das merken wir definitiv, dass die Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus, dass man jetzt wieder viele, viele andere Dinge machen kann. Wie zum Beispiel vor den Kindern. Mhm. Während der Kinder, dann macht man eben jugendorientierte Geschichten etwas ruhiger. Viel mehr mit der Familie, viel mehr in der Region und so weiter. Und jetzt ist man auch wieder mehr am Reisen und kommt auch wieder viel mehr rum und schaut, was noch so passiert. Hält Vorträge und steht auf Demonstrationen. Ja, oder macht Interviews. Man plant die Revolution halt. Ne? Man plant die Revolution mit den Spinnenweben aus dem Hintergrund. Ich würde dir jetzt noch die letzten Worte übergeben. Wenn du noch was den Leuten sagen möchtest. Seid wachsam, ja, passt auf euch auf. Hört nie auf, in irgendeiner Form eure revolutionären Gedanken zu verlieren. Also hört nie auf daran zu glauben, dass eines Tages sich hier was ändern wird. Und
ich sehe jetzt gerade wirklich viele, viele, viele ehemalige Linke aufwachen. Und das ist wirklich ganz beeindruckend, dass ehemalige Antifaschisten, ehemalige wirkliche Linke sagen, ich mache diesen ganzen Scheiß nicht mehr mit. Ich möchte jetzt endlich mal wissen, was hier wirklich los ist. Anfangen zu lesen, andere Dinge zu lesen und es wirklich so macht. Wir leben also wirklich in einer Zeit des Erwachens und das müssen wir verstärken. Also diese Querfront, wo der Staat wirklich Angst hat und zu Recht, die müssen wir weiter befeuern und das ist die politische Arbeit von morgen. Wir werden weitermachen, dafür, dass wir erwachen, dass unser Volk erwacht, dass Europa erwacht und wir hier dieses ganze Ruder herumreißen, weil ohne uns geht's nicht und ist mein Kreuz breit genug. Wenn Deutschland untergeht, geht Europa unter und danach die Welt. Ja, folgt uns weiterhin, abonniert unseren Kanal, Glocke wegmachen, schreibt gerne Kommentare unter das Video oder bei Telegram oder bei Instagram, sonst wo. Kontaktiert uns gerne per E-Mail, wenn ihr ähnliche Erfahrungen mit der Antifa gemacht habt, ob ihr das anders seht oder wie auch immer oder einfach nur, um uns zu unterstützen. Teilt das Video überall im Kameradenkreis und supportet uns weiter. Danke.